Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinbrot. Heute nicht zu einem Pack-Opening in Black Ops 3, sondern mal seit langem wieder ein Gubblegum-Dr. Monty's Factory fucking geiles Kaugummi-Opening, weil ich natürlich, ihr seht es hier oben rechts auch schon, oder beziehungsweise hier links, der wichtigste Kaugummi für den aktiven Zombie-Spieler ist natürlich extrasüchtig und der ist bei mir aktuell komplett am Ende. Null, nada, nothing. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich von allen anderen Kaugummis, sage ich mal wirklich, die ich wirklich häufiger benutze, wie auch hier diese Crate Power, wo man quasi eine gepanschte Waffe schon aus der Kiste kriegt, wirklich komplett alles leer ist. Ihr seht es hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, aktuell in diesem 8 Tage der Untoten ist ja, sage ich mal, so ein extrem krasses Event, wo wieder diese Violen vom Liquid Divinium ziemlich günstig zu erwerben sind. Das heißt, wir kriegen jetzt quasi für 2000 Call of Duty Punkte 100 fucking geile Violen. Ich hoffe, dass das jetzt im Hintergrund natürlich nicht allzu lang dauert. Nein, Alter, wow, Alter, ist ja richtig pervers krass. Für alle, die sich denken, Weinbrot, was ist denn nur los mit dir, Junge? Ich habe, für alle, die aus Erfahrung sprechen, ich habe übelst Heuschnupfen heute und im Zusammenhang mit aufgeriebener Nase, aufgeriebener Stimme, wenn mir Licht in die Fresse blendet, brennen mir die Augen für 5000 Euro. Deswegen habe ich gedacht, ich packe heute die Sonnenbrille ein und hock die auf und dann ist alles richtig geil. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass alle Weinbrot Army Fans extrem krass auf jeden Fall bitte einen Like da lassen. Nicht vergessen, wäre extrem episch von euch. Und mir natürlich trotzdem die Daumen drücken, auch wenn es nichts bringt, weil ich meine, das Opening ist ja schon gelaufen quasi, während ihr es euch anguckt. Aber ich werde einfach diese 33 Versuche nutzen, um wirklich einfach zu gucken, ich möchte wenigstens 2 oder 3 Perkaholics haben und vielleicht kriegen wir es auch hin. Ja, was natürlich auch nicht schlecht wäre, heute glaube ich, habe ich gesehen, dass es 3, glaube ich, wenn man 10 Schreiner packt, kann man glaube ich sich 3 Perkaholics machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Ich habe aber allerdings auch überhaupt gar keinen Schreiner mehr am Start. Also ich kann mir nichts machen, wirklich. Also dieses Newtons Cookbook ist wirklich extrem krass am... Yes! Einmal extra 60, Leute. Sehr, sehr geil. Brauche ich mich schon mal wieder gar nicht beschweren und allzu viel mich drüber aufregen. Sehr gut. Vielleicht werden es ja 3 oder 4. Bis jetzt hatte ich eigentlich immer... Ja, meiner Meinung nach extrem viel Glück, muss ich wirklich sagen, aber ich bin jetzt auch lang um dieses Opening rumgekommen, aber wie gesagt, wenn man jetzt wirklich wieder aktiv auf Black Ops 3 Zombies die ganze Zeit spielt, ist natürlich so ein Kaugummi-Opening unabdingbar. Nachgeschmack, okay, mit dem Köpfen, das juckt mich eigentlich überhaupt gar nicht. Puh, mal gucken, vielleicht kriegen wir auch ein paar von den neuen gezogen. Und natürlich bekommt man Nachgeschmack dann nochmal und nochmal und nochmal. Die Kaugummis, die man natürlich gerade nicht so oft benutzt, die bekommt man natürlich dann so richtig in sein trauriges Fressbrett getreten. Raindrops, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist dieser neue Kaugummi, wo dann wirklich alle Power-Ups auf einmal spawnen. Das finde ich mega geil, die Idee. Hatte aber leider noch keine Gelegenheit dazu, das überhaupt mal auszuprobieren. Dann kriegen wir ein Liquid Divinium wieder dazu. Juhu, juhu, juhu. Geil, 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 geil. Okay, komm noch mal einmal extra süchtig noch. Ich weiß, ich kann es fast gar nicht erwarten, aber mittlerweile, wie gesagt, für das, dass manche Leute immer sagen, sie kriegen überhaupt gar kein extra süchtig, muss ich sagen, bin ich wirklich extrem krass gesegnet schon gewesen in meinem Leben damit. Echt, also muss ich wirklich sagen, Power Vakuum ist auch einer von den neuen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, kommt aber alles noch in der nächsten Zeit, hoffe ich. Wenn ich dann auch arbeitstechnisch wieder richtig durchdrehen kann und extrem oft streamen kann und spielen kann, wenn das sich alles mal wieder ein bisschen beruhigt hat. Aber wie ihr wisst natürlich, auch wenn man es glaubt, auch mit 13.000 Abonnenten kann man noch nicht wirklich leben von YouTube. Von daher nicht so einfach, meine Freunde. Es muss natürlich auch vorrangig immer noch gearbeitet werden. Aber ich möchte natürlich unbedingt dieses Jahr noch die 20.000 Abonnenten erreichen. Das wäre natürlich mega episch, wenn ich das bis Weihnachten schaffen würde. Lassen wir uns mal überraschen, was so passiert. Ich finde es richtig cool gemacht mit den Kaugummis hier. Man hat überall die Möglichkeit, richtig schön Geld auszugeben bei Black Ops 3. Und da müsst ihr wirklich sagen, bei Weitem bin ich auf jeden Fall vorrangig schon extrem geil dabei. Also ich möchte es mittlerweile wirklich gar nicht nachzählen, was ich hier schon reingebuttert habe in das Spiel. Richtig, richtig crazy. Wenn man sich mal so drüber Gedanken macht,
kann man sich wirklich einfach die Frage stellen, Junge, what the fuck? Aber ich habe bis jetzt keinen Cent bereut, weil mir das Spiel wirklich extrem viel Spaß macht. Auch wenn viele immer sagen, oh, du spielst ja auch kein Multiplayer oder irgend sowas. Also ich bin schon wirklich abends auch mal online, wenn, sage ich mal, die Leute natürlich nicht so zugucken. Ich spiele es halt einfach nicht so gern online. Das ist halt einfach die Sache, meine Freunde. Und, oh, Phoenix aus der Asche, nein. Und wir kriegen alles doppelt. Geile Sache, da wird sich speziell mein Kumpel Reflex Zombies extrem krass freuen, bei dem ihr unbedingt auch mal vorbeischauen solltet. Der Link zu seinem Video oder beziehungsweise zu seinem Kanal ist unten drunter in der Beschreibung. Yes! Das heißt, wir kriegen zweimal Schreiner. 10 Schreiner sind aktuell, glaube ich, 3 extrasüchtig. Mal gucken, vielleicht kriegen wir trotzdem 10 Schreiner zusammen. Wäre extrem geil. Nachgeschmack ausgebrannt und Rundendieb. Okay, den Rundendieb, keine Ahnung, das habe ich noch nie so wirklich verstanden. Und man muss hier wirklich auch sagen, Leute, guckt es euch an. Es ist wirklich extrem krass, wie auch beim Divinion Opening wirklich einfach alles so richtig krass nach unten geht. Unglaublich. Das geht einfach zack, zack, zack. Okay, Immolation, Liquidation, okay, Sale, nicht schlecht, auch doppelt gekriegt. Mag ich auch besonders gern den Kaugummi, muss ich wirklich sagen. Und jetzt gucken wir mal, damit wir wieder eine runde Summe haben. Ziehen wir mal 2. Oh, Luck, Alter. Ich dachte mir schon, dass da jetzt auf der linken Seite gleich wieder extra süchtig kommt. Aber Glück gehabt. So, und jetzt können wir nochmal schön 10-mal hier die Korken knallen lassen in Dr. Mondis Fabrik. Sieht aktuell, ja, okay, gut. Kaugummis zieht man ja Gott sei Dank immer. Also auch wenn es eine bunte Mischung ist, Leute, man kann sich nicht so extrem beschweren wie in dem Pack-Opening, wo man so einen richtigen Tritt in die Fresse kriegt. Aber 3 Orangen, okay, sehr gut. Slaughter Slide und einmal Wandkauf. Also die nächste Waffe, die an der Wand gekauft wird, ist gepuncht. Auch nicht so verkehrt. Ich habe ja angekündigt, dass demnächst vielleicht eventuell mal ein Stream mit der Frau Kuschel kommt. Also eine der bekanntesten Zombie-YouTuber, sage ich mal, oder YouTuberinnen. Beziehungsweise, glaube ich, ist sie die einzige größere YouTuberin, glaube ich, in Deutschland. Also Zombie-YouTuberin. Da wird demnächst auch mal ein Video mit ihr zusammenkommen. Seid da auf jeden Fall mal gespannt. Ich freue mich darauf, dass sie mir geantwortet hat und gesagt hat, ja, dass wir was zusammen machen. Weil ich muss einfach sagen, ich bin ein extrem sozialer Mensch und ich möchte gerne wirklich, oh, 2-mal Insta und 2-mal Nuke, auch nicht schlecht. Ich möchte gerne einfach die Zombie-Community für mich ein bisschen zusammenhalten und muss einfach sagen, das ist einfach wichtig, weil wir nicht so viele Leute sind, die das mit den Zombies machen. Und da bin ich eigentlich schon wirklich froh drüber, wenn es da den ein oder anderen Collaboration-Stream mal miteinander gibt. Profitiert natürlich jeder vom anderen, weil der eine kennt den nicht, der andere kennt den nicht. Und dann bleiben, sage ich mal, für den einen oder anderen das ein oder andere Abo übrig, natürlich, muss ich sagen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit extrem wichtig, gerade als, ich zähle mich immer noch genauso, also ich bin mit 13.000 Abonnenten immer noch ein kleiner YouTuber, das darf man nicht vergessen, auch wenn die Zahl augenscheinlich groß aussieht, aber es ist einfach so, man ist trotzdem immer noch ein kleiner, kleiner, lustiger, popliger Mr. Weinwood. Und ja, ich würde fast mal sagen, es ist kein direkter Tritt in die Fresse, meine Freunde, aber ein extra süchtig, da könnte ich jetzt wirklich schon fast wieder weinen, muss ich sagen. Ganz leicht. Das Pack-Opening bzw. das Cubblegum-Opening ist meiner Meinung nach viel zu schnell vergangen. Jetzt gucken wir aber mal rein. Not enough to distill, das ist nicht euer Ernst. Uns würden 4 Schreiner-Kaugummis fehlen, um 2 extra süchtig zu machen. Leute, 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 was soll ich dazu sagen? Was kann man noch machen? Man kann aus diesem traurigen Ding, ja komm, das machen wir einfach. Ah ne, in 4 Stunden kann ich erst wieder ein freies holen. Aber wir gönnen uns natürlich aus den letzten 300-400 Punkten, die wir haben, noch 90 von diesen wunderschönen, komischen kleinen Newtons Cookbook-Kristallen. Und dann holen wir uns die auch noch. Dann haben wir die auf jeden Fall sinnvoll genutzt, die Dinger. Also für jeden, der sich wundert, warum ich ab und zu auch immer hier rüber gucke, auf der linken Seite steht quasi mein Aufnahmecomputer und irgendwie habe ich irgendwie immer ein Problem mit diesem Elgato-Programm, egal auf welchem Computer ich es verwende, dass ich es zwischendrin immer aufhängt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir machen uns jetzt hier noch 7 Sale-Kaugummis für ein paar traurige kleine, wie heißt es, Killing Time, glaube ich, und die brauche ich sowieso so gut wie nie. Deswegen muss ich sagen, Sale, finde ich meiner Meinung nach, kann man nie genug haben und wirklich einen von denen und 7 da draus machen, muss ich sagen, ist schon wirklich extrem geil und mal 41 Sale-Kaugummis haben,
Ja, kann man mal machen. Ich würde mir jetzt sagen, ich mache mir noch eine und dann ist es auch gut. Also das ist schon wirklich krass. Sale kann man meiner Meinung nach, wie gesagt, nie genug haben. Wir gucken jetzt mal den Gobblegums rein, was wir am Start haben. Extra süchtig ist wieder da. Und dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Kaugummis wieder am Stissel haben. Auch wenn es jetzt nicht die Ausbeute von meinem Extra süchtig war, die ich mir gewünscht habe. Aber ich würde mal sagen, Leute, es war trotzdem ganz erfolgreich. Da kriegt man wenigstens keinen zu 100%igen Tritt in die Fresse bei diesem Spiel, wenn man Kaugummis zieht. Anders natürlich wie beim Pack-Opening. Ich hoffe, dass demnächst mal die AK-74U offiziell in das Game eingefügt wird, weil ihr dürft nicht vergessen, Leute, wir haben ja immer noch, lasse ich euch nochmal ganz kurz drüber schweifen, wir haben immer noch, Leute, immer noch 3000, ich sag's nochmal, 3000 Crypto-Keys am Start. Und ja, werden wir auf jeden Fall demnächst machen, meine Freunde. Ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, keine Ahnung, wann ihr das Video anguckt. Haut rein, lasst gerne noch ein Like da, wenn ihr neu seid, ein Abo, euer Mr. Weinwood. Ciao.